Liebe Freunde und Freundinnen, versenken wir dieses Projekt in der Grube mitsamt den Plänen zur Neubaustrecke. Und liebe Freunde, wir haben da einen Vorschlag. Man kann auf einmal 10 Milliarden sparen, wenn wir Stuttgart 21 abblasen und die Neubaustrecke erstmal stornieren. Was könnte man nicht alles Gutes machen mit diesen 10 Milliarden? Man kann 100 Projekte zu 100 Millionen Euro in diesem Land finanzieren. Und was ist Stuttgart 21? Was bietet die Neubaustrecke nach Ulm? Hier wird mit Milliardenaufwand ein Engpass gebaut und nicht weggebaut. Bei der Neubaustrecke wird eine Strecke gebaut, die völlig Verkehre vermischt, die den Güterverkehr scheinbar zulässt, die Fernverkehr, Nahverkehr am Bahnhof und Flughafen durcheinander bringt und damit jeden Fahrplan kaputt macht. Hier in Stuttgart soll nicht die Kapazität ausgeweitet werden, sondern hier wird die Kapazität verringert. Also Stuttgart 21 ist genau das Gegenteil von dem, was uns alle Experten fehlen. Deshalb muss dieses Projekt weg. Deshalb müssen wir die Strecke stornieren und auf der Liebe Freunde und Freunde, versenken wir dieses Projekt in der Grube mitsamt den Plänen zur Neubaustrecke und machen das im Herbst klar. Und wenn wir das im Herbst nicht schaffen bei der Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans, dann spätestens im März 2011 bei der Landtagswahl. Vielen Dank. Und es ist wichtig, dass ihr das regelmäßig macht, diesen Protest. Und ich kann euch sagen, auch mit Blick über ganz Deutschland, über alle Verkehrsprojekte in dieser Republik, über alle Bahnhofsprojekte, da kann ich euch sagen, dieses Bahnhofsprojekt ist mit Abstand das größte, das teuerste, das riskanteste und das dümmste Projekt in der Geschichte der Eisenbahngeschichte.